Jo, Freunde, Goldpriester hier. Also Infinity war die Trainer jetzt vollständig durch. Was die an Content raushauen, das ist echt unnormal schön. Da hat man echt immer was zu tun. Und zwar gibt es jetzt eine neue Geheimdatenmission mit Namen Alte Wunden. Und die schauen wir uns jetzt an. Übrigens, wer die alten Missionen dazu noch nicht gesehen haben sollte, ich habe die mal in der Playlist verlinkt. Die könnt ihr euch dann über die Infocard abrufen. Leute, vergesst übrigens nicht, auf Ehrenbruderbasis ein Like dazulassen. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Beim ersten Ziel heißt es, finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost. Wer das Bild sieht, weiß eigentlich direkt schon Bescheid, und zwar ist es direkt beim Gefängnis. Ihr könnt halt den regulären Weg über die Brücke nehmen oder ihr könnt auch direkt schon in den Innenhof reinschweben. Danach geht es halt die Treppen runter und dann kommt ein langer Gang, dann macht ihr die Tür halt auf und dort ist ja auch schon dieser Hauptbereich und direkt auf dem Tisch liegt dann auch der erste Hinweis. Wartet auf jeden Fall noch das Geheimdatenbanner ab, nicht dass es Probleme gibt, einige berichten nämlich immer mal wieder davon. So, danach könnt ihr direkt vom Server runter und jetzt schauen wir uns das zweite Ziel an. Ein versteckter Code wurde im Gefängnis gefunden. Als Hinweis steht jetzt, dass es sich dabei um Ebene B handelt. Ihr geht also jetzt denselben Weg, den wir jetzt gerade gegangen sind. Und zwar, aber diesmal geht ihr zwei Etagen tiefer, bis dort ein B an der Wand steht. Von hier aus geht jetzt nach rechts weiter, dann kommt der Gefängnis, dann geht ihr halt rein und dort an der Wand befindet sich ein Heizkörper. Und dort ist dann euer nächstes Ziel. Beim dritten Ziel steht jetzt, folgen Sie der Spur von AEM 3 bis 1, und zwar der wichtige Hinweis steht diesmal ganz unten, und zwar lauft zum Duschenbereich Block 2. Das kann jetzt also nur unten im Gefängnis sein, auch als Gulag bekannt. Geht am besten direkt von der Seite rein, da ist so eine Röhre, schwebt da am besten direkt von Anfang direkt schon dorthin, da geht es halt einfacher. Dann geht ihr halt durch die Decke durch und da ist dann der Duschenbereich und dann geht ihr noch eins höher und in dieser Ebene ist dann hinten irgendwo in der Kabine eine Toilette und dort ist dann euer nächster Hinweis. Beim vierten Ziel steht jetzt, Zagalf hat ein Büro im Gefängnis benutzt und als Hinweis steht, dass das Büro nur unweit vom Eingang ist. Am besten achtet ihr darauf, dass ihr beim Absprung direkt schon in der Nähe bei dieser Holztreppe landet und dann geht ihr halt dort durch und da oben drüber ist dann auch schon das Büro. Als vorletztes Ziel steht diesmal AEM 3 bis 1 hat die Position verlagert. Als Hinweis gibt es diesmal eine Inventarliste mit verschiedenen Elementen sowie die Herkunftsländer. Der Hinweis, der uns weiterhilft, ist ganz unten und zwar steht dort Gefängnisebene A3. Da geht ihr ganz normal wieder runter ins Gefängnis und zwar ist das die Ebene A. Geht ihr einfach einmal im Kreis herum und zwar ist es dann links in der Gefängniszelle, da ist eine Kiste und da befindet sich dann der letzte Hinweis. So, wenn ihr jetzt anschließend nochmal zur Mission geht, steht dort irgendwas war im Gebiet versteckt und als Hinweis gibt es eine Skizze, wo links das Stadion zu sehen ist, rechts das müsste Lamber sein. Ich bin dort mal hingeschwebt und zwar ist dort eine Brücke zu finden und an der Wand befindet sich eine Röhre. Ich denke mal, dort geht es mit dem nächsten Update dann weiter. Lasst gerne ein Abo da, um die nächste Mission nicht zu verpassen und schaltet die Glocke ein, damit ihr auch das Video dann auch seht. Nicht wundern, wie gesagt, bei mir gibt es nicht nur COD, sondern auch Battlefield-Videos. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Goldpriester. Ciao, Ski.